Die Schauspielerin Rebel Wilson und ihre Partnerin Ramona Agruma schwebten am Wochenende sprichwörtlich auf Wolke 7. Das frisch verliebte Paar unternahm einen gemeinsamen Hubschrauberausflug über Island. Rebel Wilson, 42, und ihre neue Freundin, die Designerin Ramona Agruma, hoben am Wochenende mit einem Helikopter ab. In einer Instagram-Story teilten sie Eindrücke des actionreichen Dates, hoch über der traumhaften Landschaft Islands. Actionreiches Date in coolen Outfits. Auf einem Foto der Story sind die beiden Frauen in hellblauen, dicken Puffercoats und gleichfarbigen Wollmützen zu sehen. Darunter tragen sie offenbar weiße Bademäntel. Agruma perfektionierte den ausgefallenen Look mit pinken Kniestrümpfen und Badelatschen in Metallic Grau. Ich versuche cool auszusehen, während ich friere, kommentierte Pitch Perfect Star Wilson die Szene. Ein weiterer Schnappschuss zeigt die 42-Jährige mit Headset während des Fluges im Inneren des Helikopters. Wilson und Agruma auf Europareise. In ihrem Instagram-Feed teilte die Schauspielerin, die mit Freundin Agruma derzeit auf Reisen zu sein scheint, ein weiteres Bild des Island-Trips. Mitternacht in Island schreibt sie zu dem Foto, das sie beim Baden in einem Geysir zeigt. Die Sonne steht trotz später Stunden noch am Himmel. Ramona Agruma versah den Beitrag mit einem Herz-Emoji. Einem darauf folgenden Postnach sind die beiden zwischenzeitlich nach Korsika, Frankreich, weitergereist. Rebel Wilson wurde zu Coming Out genötigt. Auf den glücklichen Bildern sieht man Rebel Wilson die schwere Zeit, die hinter ihr liegt, kaum noch an. Ein Klatschkolumnist soll die Schauspielerin Anfang Juni mit einer Frist von 2 Tagen zu einem Outing in Bezug auf ihre sexuelle Orientierung gedrängt haben. Auf Twitter äußerte sich Wilson dann zu dem Vorgang und bedankte sich für den Rückhalt, den sie in den sozialen Medien erhalten habe. Es sei eine sehr harte Situation gewesen, die sie versucht habe mit Würde zu handeln.